Hallo, herzlich willkommen zurück zum LS19 auf der Wacker Farm. Ich habe beim letzten Mal hier das erste Feld noch abgedroschen. Und ich muss sagen, also wie die Spuren das hier verraten, war hier ganz schön was los. Wir können uns das ja mal kurz anschauen. Also mit diesem Follow-Me-Ding kann man hier echt, guck mal, wie exakt die Spuren sind. Also man fährt eine und die daneben macht ja komplett synchron nebenher. Hier bleibt echt nichts stehen. Das macht schon ein bisschen Spaß. Also da macht das Dröschen doch wieder ein bisschen mehr Freude, wenn man selber fährt, weil man macht das ja eigentlich doppelt und da kommt immer einer mit und ist wie Multiplayer, nur man spielt halt trotzdem alleine. Ne? So ein bisschen so. Aber sehr effektiv. Auch zeittechnisch her, großes Feld, machst du rucki-zucki alleine platt. Was halt nur sehr nervendraubend und zeitraubend vor allem ist, ist immer hier den Kollegen dann dahin zu holen, wenn beide leer sind. Deswegen würde ich den vielleicht mit Follow Me hinter dem hinteren Droscher einfach hinterherfahren lassen. Dann ist der immer dabei. Und dann geht das, denke ich mir, vielleicht so ein bisschen schneller. Das würde ich heute nochmal ausprobieren, wenn die hier starten. Dann würde ich nämlich aber trotzdem in der Zeit unsere Seemaschine mal losschicken. Na, wo ist sie denn? So viele Möglichkeiten gibt es aber. Ach so. Ah ja, da war ja was. Die müsste noch befüllt werden. Wollte nämlich mal vergleichen, wie das aussieht, wenn wir das Feld hier machen und das andere. Also das andere Feld braucht deutlich mehr. Kann aber auch daran liegen, weil das mit einem Helfer angesät wurde hier nebenan. Also hier das neue Feld und das andere mit Curseplay. Und bei Curseplay wird halt nie ausgeschalten. Beim Wendemanöver habe ich das so eingefahren, damit das Ding immer anbleibt. Deswegen verbraucht der eigentlich unterm Strich viel, viel mehr. Und die Global Deffing ist das erste Feld, was wir hier haben, auch größer wie das neue. Ist ja auch scheißegal, spielt auch keine Rolle. Wir machen das Ding hier schnell voll und dann schicken wir den auf die Spur und dann dröschen wir das andere Feld hier neben uns ab. Dafür hole ich mal die beiden LKWs her zum Befüllen mit Dünger und mit Saatgut und dann geht das los. So, da haben wir die beiden hier. Und dann parken wir den mal beiseite und der andere fährt es gleich drin. Nee, macht er nicht, Gott sei Dank. Dann tanken wir erstmal schnell die Saatgutbehälter hier wieder voll. Dann nehmen wir immer Dünger und dann schicken wir den in die Spur. Dann lassen wir die Dinger hier gleich stehen, weil die werden wir auf jeden Fall mal leer machen, denke ich mir. Also zurückfahren brauchen wir die noch nicht. Wenn wir nämlich beide Felder bestellen, dann haben wir ordentlich Verbrauch. So. Und den erstmal schön voll. Dann nehmen wir es nach den anderen. Müssten wir mal den Storchel schnell umstellen hier. So. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Einmal rückwärts ran, bitte. Mal voll machen. Katsching, das war's schon. Dann stellen wir den hier auch unterm Baum und dann würde ich sagen, Seemaschine auf Start. Und Action, was wollen wir überhaupt ansehen? Ich bin ja ehrlich, ich wäre irgendwie für irgendwas, dass wir Schweinefutter bauen können. Wir haben ja noch einen Schluck Gerste. Wir bräuchten Mais oder sowas, ne? Oder Sonnenblumen? Mais, da ist der Ertrag halt exorbitant hoch, aber da bräuchten wir ein anderes Schneidebiss für, ist aber kein Problem. Ja, wir machen Mais. Weil Kartoffeln oder Rüben hätte ich jetzt echt nicht so viel Bock. Deswegen würde ich doch den Mais favorisieren. Dann haben wir nämlich alle drei Fruchtarten, die wir brauchen, um Futter herzustellen. Also schalten wir hier mal um auf Mais. Das Ding kann nämlich alles. Das ist eigentlich total toll. So, Mais. Klappt mal auf, der Gerät. Und dann geht das hier los. Ich sehe nicht, ob wir beide Felder Mais machen oder nur ein Feld, weil wir müssten danach düngen, hier mit dem Flug rüber, ne? Das ist natürlich auch nicht zu vergessen. Na, mal gucken. So, dann schicken wir den mal eine Spur. Der darf natürlich. Guck mal, das sind meine eingefahrenen Kurse hier. Dü, 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 dü. Am letzten Wegpunkt darf er sehr gerne warten. Und dann darf er sehr gerne ab anfangen. Und wir gehen zum Mähdrescher.
Ich starte der Gerät. Wir starten der Gerät. Wir schicken den in die Spur zu dem. Ist alles noch eingestellt. 30 Meter Abstand. 17 Meter Versatz. Und wir starten den und den lassen wir hinter dem hinterherfahren. Wir machen hier 35 Meter. Oder machen wir hier 40 Meter? Wir machen hier 40 Meter, fährt er dem hinterher. Vielleicht können wir hier so, ja, warte mal. Der kann ruhig 4 Meter links von dem fahren. So, alle Maschinen auf Go. Der müsste hier eigentlich an dem links der Telegrafenmasten vorbeipassen. Und dann würde ich sagen, starten wir die ganzen Zirkus hier einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja, der kommt mit, der ist schon mal schön. Und der dahinter müsste eigentlich auch gleich losfahren. Dann haben wir den immer dabei. Jetzt fährt er los, alles klar. So, 4 Meter Versatz. Wenn ich Pech habe, knallt er voll in den Telegrafenmasten da. Aber nö. Okay, alles klar, der kommt mit. Sehr schön. Ja, Wendemanöver durfte ich ein bisschen üben. Habe ich gemacht, wenn wir nämlich gleich hier vorne ankommen. Zeige ich euch mal, wie das eigentlich am besten ist. Macht doch am meisten Sinn, wenn wir immer so fahren, dass die linke Seite frei ist, dass der rechts hinter uns fährt. Macht doch am meisten Sinn. Pass auf, wenn wir hier nämlich raus sind, können wir gleich immer komplett drehen. Jetzt haben wir den ja auch noch damit bei. Na, ist nicht schlimm. Jetzt traut der sich nicht, oder was? Na, komm mal. So, der Dröscher fährt hier nämlich hinten rum. Und dem hier will ich vielleicht doch den Abstand mal ein bisschen weniger geben. Der kann doch ran auf 15 Meter. Mal gucken, ob das hinhaut. Dann können wir nämlich mit dem hier einfach weiterfahren. Und der dahinter müsste mitkommen. So, und wenn wir hier jetzt den Helfer rein schmeißen, dann machen die alles alleine. Der fährt gerade. Der fährt gerade hinterher und er fährt auch hinterher. Wobei bei ihm hier sind gerade die 15 Meter recht dicht. Das ist irgendwie nicht so geil. Der fährt ihn ja fast hinten drin. Der fährt ihn hinten drin. Immer auf da. Hallo? So, 30 Meter sind okay, glaube ich. Dann fährst du nicht schneller wie 20, bitte. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. So können wir die hier ackern lassen. Ist doch super, oder? Das ist total optimiert. Hier in dem mittleren, richtig? Richtig. Völlig autonom fahren die hier quasi. Und wenn wir jetzt dem ersten vorne noch einen Kurs einfahren und wir alle anderen nur hinterher schicken, dann brauchen wir bald ja nicht alleine machen. Das wäre Ehre, oder? Weil wenn wir den ersten immer den Kurs einfahren und der da hinten immer gleich kommt, dann passt das doch. Weil dann fahren wir mit dem ersten, mit dem wir einfahren, immer an der Spur vorbei, wo der andere hinterher gefahren ist. Und dann sollte das eigentlich immer funktionieren. Denke ich mir. Also, ne, so sieht das meine Gedanken. Ob das doch klappt, weiß ich nicht, aber... Geht dann schon was ab. So. Ach so, wir haben nämlich von dem anderen Feld zusammen jetzt 400.000 Liter Sojabohnen. Und der Preis, wie ich gesagt habe, der ist ordentlich gefallen. Aber da kommt ja noch was dazu. Und dann können wir, wenn der Preis richtig gut ist, auch vernünftig verkaufen. Und dann ist alles wieder tippitoppi.
Weil, wie gesagt, der Kredit muss weg. Das ist das A und O. Das ist gerade sehr, sehr wichtig, dass der wegkommt. So, der Helfer wird hier gleich rumspatteln. Deswegen schmeiße ich den hier mal raus und mache das selber. Weil Wendemanöver mit Follow Me sind, ja, mit einem Fahrzeug geht noch. Mal kicken, was der er da macht. Der traut sich nämlich jetzt nicht, ne? Na los. Ach, ja, gut, okay, klappt schon. Dauert zwar ein bisschen. Okay, dann haben wir aber den Vorteil, dass der Dröscher hinter uns immer schön rankommt. Dann haben wir da nicht so viel Versatz drin. Ist eigentlich auch okay. So wie das mit einer Rechtskurve aussieht, weiß ich noch nicht so genau. Aber eigentlich fährt der sehr gut hinterher. Also eigentlich, ne? Weil jetzt haben wir hier so einen schönen Bogen drin. Wenn wir den hier wegmachen, müsste der den Bogen dahinter eigentlich perfekt nachfahren. Hoffe ich. Das beobachten wir jetzt mal, was der hier anstellt. Ich hoffe, der lässt ihn stehen. Mal gucken, ob der sich jetzt im Kreis dreht oder ob der klarkommt. Wir warten einfach mal. Also so komisch das aussieht, aber er lässt nicht stehen, ne? Okay, aber Rechtskurven sind halt sehr, 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 sehr mit Vorsicht zu genießen anscheinend. Aber gut. Und so sind gleich beide Dröscher das erste Mal voll hier. Und wir stehen relativ dicht zu Hause am Silo. Das ist ultra praktisch. Brauchen wir ja nicht weit fahren. Oh ja. Dann hätten wir die Grain Card ja nicht mitschleppen müssen. Aber gut, das weißt du vorher immer nicht, wie weit du kommst. Weil ist ja auch jede Frucht mit einem anderen Ertrag. Und hier und da, tralala. Deswegen ist das schon jetzt okay so. Ich würde aber vielleicht hier schon immer abbunkern. Dass wir das nicht in der Schleife da machen müssen mit den Gebäuden, dass wir da nicht durcheinander kommen. Wenn wir mit dem hier unterfahren, macht er sein Röhrchen alleine raus? Nee, macht er leider nicht. Schade eigentlich. Und jetzt kann er den wieder nicht. Ach, ist schön. Und komm. Dann machen wir hier mal leer. Kriegt er das jetzt hin? Nein, immer noch nicht. Ein Stück zurückfahren, dann klappt das aber, oder? Jawohl, jetzt hat das. Machen wir den nach vorne noch leer. Schon echt gar nicht so schlecht, den Big Bad hinterherfahren zu lassen, weil dann ist er gleich vor Ort und dann dauert es, weil wie gesagt, mit dem Ding, weil der so mega langsam ist, würde ich den auch echt gerne mal austauschen gegen irgendwas anderes, was ein bisschen schneller ist. Ein Case Steiger oder ein Quadrax, ja. Aber die kosten ja viereckig, die Dinger, deswegen, ja, mal gucken. Machte gerade mehr Sinn, den einfach hinterher zu schleppen. Weil das dann schneller geht. So, die Seemaschine ist auch eh eine Runde rum. Der wird hier auch noch ein paar Runden brauchen, bis der hier fertig ist. In der Zeit werden wir das Feld da hinten auf jeden Fall runter haben. Ich bin gespannt, was unterm Strich nachher aus Bedenfeldern an Sojabohnen zusammenkommt. Wie gesagt, vorher hatten wir 250.000, nochmal 90 weniger. Ja. Aber es sollte für die Kreditablöse auf jeden Fall reichen, wenn der Kurs denn vernünftig ist. Ne? Wir sind jetzt schon bei 400.000 Liter, wenn wir für 1,7 oder 1,8 verkaufen oder so, da kommt jetzt noch ein ordentlicher Schwung oben drauf. Dann sollten wir da aus der Nummer mit plus minus 0 rausgehen, denke ich, hoffe ich.
So, machen wir den hier leer. Blub, 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 blub. Na komm, na komm. Ja, wenn man drauf wartet, dauert das mal Ewigkeiten. Ich müsste bei der nächsten Ernte, wenn viel Ertrag bei rumkommt, wirklich mal ausprobieren, mit einem LKW dahinter stellen. Also hier am Straßenrand entlang, dann braucht man mit dem Ding nicht immer zum Abbunkern fahren, sondern in den LKW rein und weiter jetzt, weil jetzt haben die beiden Dröscher auch echt viel Standzeit, ne? Man könnte theoretisch auch einen Abfahrkurs mit Curseplay machen, aber puh. Ein bisschen selber fahren ist halt auch cool. Das wäre mir dann auch irgendwie zu viel, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier den Abfahrer auch noch über Curseplay fahren lassen würde, dann würde ich nur noch zugucken, wie die anderen für mich arbeiten. Und das macht dann auch keinen Spaß irgendwann. Wegen so ist schon okay. Ne? Ein Dröscher selber fahren, der andere fährt mit. Der hier hängt auch noch hinten dran. So funktioniert das schon. So, den hängen wir wieder hinten ran. Steigen wir in unseren vorderen Dröscher ein und dann geht die Reise weiter. Ja. So, Vorteil ist, die Bienenabbunkerrohre bleiben jetzt einfach draußen und dann ist alles gut. Kommst du? Kommt da. Jawohl. Sehr schön. So, dann fahren wir hier mal unseren Bogen an fein und der hinter uns fährt da einwandfrei hinterher. Mit dem Grund, warum ich hier so eine schöne Kurve drin haben wollte. Weil sich das einfach beim Ernten viel besser macht. Und mit der Sämaschine genau gleiche. Man braucht nicht rangieren, man fährt die schöne Kurven und fertig. So, siehst du? Und der dahinter, der kommt einfach hinterher. Ey, ohne Quatsch, guck mal, erstmal sind voll die Arbeitsbreite mit beiden Dingern. Stell mir vor, jetzt mit drei Dröschern. Der da vorne macht, hier wird übelst gearbeitet, ne? Schon cool. Schön. Ich finde das ja total geil, wenn irgendwas so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Da bin ich immer echt froh. Was ist denn hier los? So, so, eieiei. Ja. Wie gesagt, ich mache dieses Feld hier noch nieder. Dann gucken wir mal, wie viel Sojabohnen am Ende bei rausgekommen sind. Und dann schauen wir mal weiter. Also wie gesagt, ich mache hier fertig. Dann sehen wir uns am Ende wieder. Bis gleich. So, Leute. Der Acker ist niedergemacht. Das Ding hier ist noch voll in den beiden Dröschern. Da ist auch noch was drin. Ich werde das mal schnell leer machen fahren. Hier, da sind noch jeweils über 10.000 Liter drin in Beden. Jetzt wird der Acker eben auch deutlich schneller, allein schon, weil man hier einfach nur geradeaus fährt und nicht wirklich viel Kurven, Ecken, Kanten und Winkel drin hat. Deswegen macht sich das doll bemerkbar von der Zeit her. Und ich glaube auch, dass der Acker doch kleiner ist, weil hier kam auch auf jeden Fall weniger runter als bei dem ersten. Aber so, ja, mehr ist trotzdem besser, ne? Und genau, weil aus dem Grund, ihr wisst schon, ist richtig so. Deswegen bin ich da echt die Böse drum und ich hoffe, der Preis für Soja, der steigt so richtig hoch, dass wir das gewinnbringend verkaufen können, dass der Kredit wegkommt, weil der kostet uns einfach jeden Tag 8.800 Dollar und das ist echt viel Geld. So, wie gesagt, vorher waren in dem Silo 400.000 drin und wie viel hier nach der Ernte jetzt zusammen drin ist, weiß ich auch noch nicht, bin ich gespannt, schauen wir uns gleich mal an. Und bei dem neuen Feld hier, da habe ich festgestellt, wir brauchen den Big Bud ja nicht hinterherfahren lassen, weil die sind immer genau denn voll da, wo sie gerade wieder stehen, genau immer an derselben Stelle ungefähr.
Wenn wir den da abhaken, können wir da hinfahren, wenn die voll sind, und dann passt das schon. Wenn wir jetzt hier Mais anbauen, dann sieht die Sache wahrscheinlich schon ganz anders aus, weil der Ertrag ist da viel höher und dann wird es viel öfter mal sein, dass da der Korntank voll ist. Deswegen wird da auf jeden Fall Sinn machen, dann irgendwo LKWs an der Seite vorher schon hinzustellen, dass wir dann da drin abbunkern können und nicht immer zurückeiern müssen. Naja, ihr wisst schon. So, dann holen wir noch die 3,5 Schluck da aus die beiden Dröscher raus und dann mal gucken. Aber mit zwei Dröschern macht schon deutlich mehr Spaß. Also auf jeden Fall. Und ich werde hier für den Acker auch einen Curseplay-Kurs für die Sämaschine einfahren. Habe ich gerade beschlossen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal und dann auch gleich Kurse für die ganzen Dünger- und Pflanzenschutzsprüher und dann. Okay, nochmal 25.000 Liter, okay. Die bringen wir dann noch hin. Danach mache ich die ganzen Vehikel alle schön sauber mit dem Kercher. Dann werde ich die Sämaschine nochmal auffüllen. Dann werde ich hier drüben den Kurs einfahren. Vielleicht werde ich den Kurs hier drüben nochmal separat einfahren. Offscreen. Dass wir dann vielleicht nur den anderen Kurs einfahren mit der Spritze, weil der geht doch relativ schnell, muss ich sagen. Da würde ich dann vielleicht doch mal die Fülltypen ändern, dass wir. Ne, wobei. Wir können ja Pflanzenschutzmittel, kann ich ja so nochmal hinfahren. Wo will ich denn hin? Pflanzenschutzmittel kann ich ja so nochmal aufbringen und danach den Düngersprüher, den Big Brood, werde ich dann mit dem Kurs einfahren. Genau, und dann haben wir ja beide. Dann sind wir da auf jeden Fall safe. So, raus damit. Ach ja, und bei den Schweinen müssen wir mal reingucken. Wie sieht es denn da aus im Menü? Naja, ein bisschen Stroh könnten sie brauchen. Und wir haben schon 13 Schweine. Also nicht mehr nur noch 10, sondern 13. Und ich glaube, mit Schweineverkauf macht man doch den meisten Gewinn, denke ich mir. So, wollen wir mal gucken? Wir haben, na, fast 600.000 Liter Sojabohnen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn wir die für 1,5 verkaufen, kriegen wir hier 750.000. Und dann haben wir den Kredit wirklich fast weg. Also, top. Das ist super. Und ich merke gerade, meine Stimme geht hier irgendwie flöten gerade. Das ist irgendwie nicht so cool. Und wollte dann eigentlich doch ein bisschen was machen. Aber ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich fahre der Gerät noch zum Kercher. Und dann sollte das für heute aber gewesen sein. Ne? Da haben wir nochmal schön geerntet heute. Mittlerweile komme ich auch schon recht gut mit der Handhabung von Follow Me und den beiden Dröschern klar. Wie gesagt, das war für mich auch das erste Mal, dass ich im Verband die Droschen habe. Habt ihr sonst immer nur im Video gesehen irgendwo. Und dachte mir, boah geil, das wäre echt gar nicht so schlecht. Und dann dachte ich mir, das muss doch eigentlich gehen, weil man kann ja bei Follow Me Versatz einstellen. Und ja, siehe da, das ist ja auch nicht so schwer. Du musst halt nur die Arbeitsbreite wissen von deinem Gerät und wie weit der dahinter wegbleiben soll, und wenn der die gleichen Arbeitsbreiten hat, dann passt das alles. Der Rest ist eigentlich mega easy und passiert quasi von alleine. Ja. So, den stellen wir weg. Und dann sind wir durch. Mit die Ernte von die Soja auf die neue Acker und die alte Acker. So. Alles klar, Leute. Ich fahre jetzt noch die beiden Dröscher kerchern, park die hier ab und dann gucke ich mal. Werde ich vielleicht, wenn die Sämaschine fertig ist, noch einen Kurs einfahren oder so. Mal sehen. Also, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Rinnehauen.